Gab es denn da trotzdem irgendein Muster, nachdem die Polizei Leute festnahm oder nicht? Ein Muster war, dass jüngere Leute eher festgenommen wurden, ältere Leute eher weniger. Prominente Leute möglichst nicht, wenn man es wusste. Wenn prominente Leute sich festnehmen lassen wollten, mussten sie möglichst anonym daherkommen, das vorher nicht ankündigen. Also so ging es mit dieser Blockade, wo Walter und Inge Jens teilgenommen haben, die war nicht angekündigt, diese Blockade. Die Polizei hat sich der wurde erst im Nachhinein klar, was das für Leute waren, die sie da jetzt mitgenommen hatten. Es gab eine Manöverblockade, wo die Inge Eicher-Scholl, also die Schwester von Hans und Sophie Scholl und der Fritz Hartnagel und Wolf Biermann teilgenommen haben. Fritz Hartnagel war der damalige Freund von Sophie Scholl, Der Schwester. von der Sophie, von der Inge, also von der ermordeten Sophie Scholl war er damals der Freund oder Verlobte. Das war auch eine anonyme Blockade. Die Polizei hatte keine Ahnung, wen sie da festnimmt und hat erst im Nachhinein gemerkt, dass es sich da was eingehandelt hat. Also gerade, also es war für mich immer unvorstellbar, dass jemand wie die Schwester von Hans und Sophie Scholl, wenn sie wehrlos vor einem riesen Militärfahrzeug sitzt, dass dann deutsche Richter kommen können und sagen, die wird wegen Gewaltanwendung und wegen Verwerflichkeit verurteilt. Ja, aber so lief das dann halt. Wenn eine Gruppe saß von unterschiedlich alten Personen, in aller Regel der Jüngste wurde zuerst weggetragen. Fing nicht links an oder rechts, sondern erstmal der Jüngste. Und man hoffte dann immer, dass die Älteren von sich aus weggehen. Das hat die älteren Leute zum Teil wahnsinnig erbost. Also es kam auch immer wieder vor, dass die jungen Leute festgenommen wurden und die Alten auf die Seite getragen wurden. Das hat viele der Älteren total erbost, weil sie das Gefühl hatten, sie werden nicht ernst genommen. Der Widerstand der jungen Leute wird ernst genommen, die werden eingemacht. Und mit den Alten, die versucht man halt so auf die Seite zu drängen. Das war zum Beispiel der Startimpuls für unsere Seniorenblockade 1986. Da hatten wir am Hiroshima-Tag 1985 genau diese Erfahrung gemacht. Da war auch Petra Kelly dabei und andere Leute. Und wie gesagt, die Alten standen nachher hier unten vor der Pressehütte und haben gesagt, so, also so geht es nicht weiter. Wir wollen solidarisch sein mit den Jungen und die Polizei Nimmt uns als Blockierer gar nicht nimmt ernst. uns als Blockierer gar nicht ernst. Dann haben die gesagt, wir kommen wieder am 6. Mai, am 8. Mai des Folgejahres, also Tag des Kriegsendes. Und wir wollen hier als Kriegsbeteiligte, als Kriegsopfer in einer so großen Anzahl auftreten, dass die Polizei uns nicht ignorieren können. Das war bestimmt eine der beeindruckendsten und wirkungsvollsten Aktionen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Diese Seniorenblockade 86 fiel zufällig in ein Pershing-Manöver. Das heißt, die Raketen waren hier zu Gange, fuhren rein und raus und die alten Leute haben mit einer Konsequenz und Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit sich denen in den Weg gesetzt. Es war also für mich ungeheuer wichtig, sowas zu erleben. Die Polizisten waren am Ende ihrer Fähigkeiten, also die waren den Tränen nahe, weil sie, ja, also zum Teil haben sie es auch gesagt, das könnten unsere Mütter sein, die wir hier wegtragen müssen. Was machen wir eigentlich? Dafür sind wir nicht Polizist geworden. Und die Polizeileitung musste dann also versuchen, das aufzuarbeiten. Im Jahr drauf gab es dann psychologische Schulungen für die Polizei, bevor sie in der Seniorenblockade 87 dann eingesetzt wurden.